eben angefunden und ausgeschaltet. Ich habe meine Ladung vergessen verpasst. Da vorne sind Sie! Anscheinend nicht genug. Einverstanden. Das Foto behalte ich. Das wird mir hilfreich sein. Wo und wie kann ich Sie erreichen? Nirgends. Ich werde zu Ihnen kommen. Dass mit diesem Kerl etwas nicht stimmte, war mir bereits... Hey, ich will das sehen. Na gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Kriege ich auch einen Kaffee? Und ein Brot? Bitte! Wow! Eins ohne Bissspuren wäre mir lieber gewesen. Ach, was soll's. Was ist jetzt mit dem Kaffee? Ich werde dich holen! Ah! Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß. Aber das hätte ich dir auch zu Hause sagen können. Wer bist du und warum verfolgst du mich? Ich bin dein Gewissen. Erforsche deinen Geist. Nein, Dummkopf, wer werde ich wohl sein? Ich bin verrückt. Nein, bist du nicht. Zumindest nicht mehr als sonst. Danke. Und warum spreche ich dann mit einem Stoffwolf? Du stellst Fragen. Lass uns nach Hause gehen. Gut, lass uns gehen. Wie heißt du eigentlich? Wolf. Und wie kommst du in mein Haus? Durch die Tür. Ich bin ein Abschiedsgeschenk von der lieben Susi. Bei ihrem überraschenden Abgang hat sie auch mich sitzen gelassen. Auf deiner Wohnzimmercouch. Sie ist nicht abgehauen. Wir haben uns im Guten getrennt. Natürlich. Was auch sonst. Es war eine gemeinsame Entscheidung. Ist klar. Es wurde gestern alles ausdiskutiert. Frag dich nur, mit wem? Gab es nicht schon mal eine Serie mit einem sprechenden Stofftier? Ich bin kein Hase. Und Mr. Floppy heiße ich auch nicht.